Nach dem Absturz wurde Gregory von einem unserer Fotografen aus einiger Entfernung an der Unglücksstelle fotografiert. Anhand dieses Bildes haben wir uns durchgefragt und den Bergretter der Spezialeinheit CAS schließlich gut 180 Kilometer von der Unglücksstelle entfernt in Grenoble gefunden. Wie war Ihr erster Eindruck von der Unfallstelle? Auffällig waren die vielen kleinen Flugzeugteile, die sich in den für diese Gebirge typischen Wasserrinnen gesammelt haben. Das waren vor allem Metallteile, Kabel, Isolation und so weiter aus dem Inneren des Flugzeugs. Es hat stark nach Kerosin gerochen, das hat im Laufe des Tages für Kopfschmerzen und Schwindel gesorgt. Nach einer Weile mussten wir spezielle Schuhe anziehen, um die Steinhänge hochzukommen, um auch dort nach der zweiten Blackbox zu suchen. Wir haben dort sehr kleine Teile Kleidung gefunden und bei näherem Hinsehen auch Körperteile der Opfer. Sie waren gemischt mit Flugzeugteilen und dem staubigen Untergrund. Wie kommen Sie persönlich mit den Bildern und Eindrücken von der Unfallstelle zurecht? Es ist schwierig, sich vorzustellen, dass hier 150 tote Menschen liegen sollen. Da habe ich mich gefragt, wer diese Menschen sind, die hier liegen, wie sie gelebt haben. Wir haben auch Prospekte aus Barcelona gefunden, dem Ort, an dem diese Menschen gerade noch im Urlaub waren. Ich habe mir vorgestellt, wie sie dort an der Bar gesessen und gelacht haben. Aber wie sie aussehen, das konnten wir uns im Angesicht der Unfallstelle nicht vorstellen. Was haben sie wohl durchgemacht in den letzten Minuten? Wie haben sie den Aufprall, das Unglück mitbekommen? Haben sie den Aufprall kommen sehen? Es war hell, schönes Wetter mit nur ein paar Wolken. Was haben sie von dieser Schönheit wohl noch mitbekommen? Diese Toten hier sind abstrakt, weil die Menschen nicht mehr als solche wahrnehmbar sind. Das macht die Sache vom Kopf her sehr schwer für mich. Darauf war ich wirklich nicht vorbereitet. Wenn notwendig, können wir nach einem solchen Einsatz einen Psychologen in Anspruch nehmen, damit wir zurechtkommen. Es wurde uns aber kein spezieller Psychologe für diesen Einsatz an die Seite gestellt. Eine Aufgabe war auch, die zweite Blackbox zu finden. Wie muss ich mir die Suche vorstellen und was haben Sie gefunden? Bevor wir morgens losgegangen sind, wurden uns Bilder der Blackbox gezeigt. Wir wussten also, wie sie aussieht und welche Dimensionen sie hat. Ich bin davon ausgegangen, dass auch die Blackbox in konfettigroße Teile zerplatzt ist. Wir haben dann immerhin die orangefarbene Hülle der zweiten Blackbox gefunden, mehr leider nicht. Alles, was wie ein Teil der Blackbox aussieht, haben wir fotografiert und im Anschluss dem ermittelnden Beamten gezeigt, der dann genau sagen kann, ob es sich um einen Teil der Blackbox handelt oder nicht. Erst wenn er sicher ist, würden wir ihn zur Fundstelle hinführen. Anfassen durften wir aus ermittlungstechnischen Gründen nichts. Es musste alles liegen gelassen werden.